So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen in die Deep Dive. Der Deep Dive, also der Gameplay Deep Dive ist gekommen. Wir haben ihn uns schon auf Twitch gemeinsam angeguckt und werden das Ganze jetzt analysieren und werden am Ende ein Fazit ziehen, was mit EAFC passiert, ob wir uns auf was Gutes vorbereiten können oder ob wir auf etwas nicht so Gutes uns vorbereiten sollten. Wir schauen uns das Ganze an, kommentieren das und könnt auch sehr gerne eure Meinungen zum Deep Dive in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu schreiben, wenn ihr was anders seht wie ich. Ich werde einfach hier ungefiltert meine Meinungen hier durchgeben zu dem, was EAFC uns gegeben hat. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein. 25. With tactics inspired by the greatest minds of the game, more hypermotion from last year's most memorable matches, and new playstyles. Everything you need to win for the club. Introducing FCIQ, a complete overhaul of the game's tactical system, where team tactics, player roles, and in-game smart tactics. So, haben wir schon besprochen. Für mich absolut zwingend gewesen, dass FIFA oder EAFC sowohl im E-Sports-Bereich, aber auch im Casual-Bereich einfach interessanter wird, einfach mehr Spaß macht und die Leute auch gerne gucken. Also das ist so ein Ding, was gut werden könnte, dass halt jeder einfach seine eigenen Taktiken spielt, was auch in Bezug auf E-Sports einfach mehr Zuschauer generiert, weil wir nicht immer dasselbe Spiel sehen. Auch in der Weekend League, man spielt gegen 20 verschiedene Gegner und nicht mehr gegen ein und dieselben, die Flanken und Kopfball und so weiter und so fort. Ne? Also könnte gut werden. Im allerschlechtesten Fall, habe ich im Stream auch schon gesagt, im allerschlechtesten Fall spielen wir halt genauso wie FC24 einen Meter. Aber Spielraum ist da, um neue Taktiken zu machen. Das heißt, du kannst jetzt deine eigene Teamtaktik machen. Du hast deine Player-Roles, dazu wird auch gleich was gesagt. Und du hast noch Smart-Taktiken. Tactics give you more control over how und die Playstyles natürlich noch. Success in FC is no longer just about putting in the best player in a position. It's about putting in the right. So, genau das, was ich eigentlich schon seit Jahren versuche zu machen. Genau das, was ich seit FC24 auch versuche zu machen. Wir haben es halt mehr mit Playstyles gemacht. Wir haben es halt mehr mit Arbeitsraten auch versucht. Aber das, dass jetzt wirklich jeder Spieler seine eigenen Player-Roles hat, zum Beispiel hier ein Bellingham Playmaker, das heißt, der wird wahrscheinlich mehr in die Box reingehen. Wir haben hier mit Chukwuemeni einen Box-to-Box-Spieler, der ne, sowohl hinten als auch vorne ist. Mit Valverde einen Box-to-Box-Spieler, der vorne nach hinten ist. Kamavinga als Holding Six, also der bleibt wirklich vorne Abwehr. Also genau die Sachen, die wir gebraucht haben. Ne, du hast in der Innenverteidigung Fullback, Defender, also da werden wir später drauf eingehen. Wir haben auch nochmal genauere Informationen über den, über Chris hat uns dann einen Link geschickt, wo wir genau nachlesen können. Also man kann jetzt wirklich nicht nur durch die Mannschaftstaktik seine Aufstellung konfigurieren, sondern man kann jetzt nochmal ein bisschen deeper reingehen. Man kann wirklich viel, viel tiefer reingehen und genau die Position, die man schon beschmückt hat mit Taktiken, nochmal mit Player-Roles versehen. Und das gibt meiner Meinung nach dem Spiel eine unglaubliche Tiefe. Ich hoffe, dass diese Tiefe für viele verschiedene Taktiken gilt. Und ich hoffe, dass diese Tiefe nicht nur für eine Meta-Taktik dann funktioniert. Das ist ja auch die Befürchtung, die viele Leute haben. Ja, wird am Ende genauso wie FC24, wird am Ende genauso wieder nur eine Taktik gespielt. Ich hoffe, dass man viele verschiedene Variationen an Taktiken spielen kann. Und ich glaube da auch ganz fest dran. System U. Was auch dazu gesagt werden muss, es gibt Player-Roles mit Plus und Plus-Plus. Je nachdem, wenn du halt 2 plus hast, dann bist du halt noch viel besser. Glaube ich zumindest. So, guck mal, hier sieht man das wunderschön. Playmaker, der Spielmacher bekommt den Ball. Hier, ne, der Flügelspieler, der lässt sich, war das gegen Bayern? Ja, Kim Min-jae war hier, der hat sich da so fallen lassen, der Vinny. Und dann ist er hier reingestartet und das sieht man hier richtig geil. Wenn das wirklich Ingame-Footage ist, wenn das wirklich ne, Videomaterial aus einem echten Spiel ist, ey, das kann richtig krass sein. Du kannst da wirklich Rasenschach spielen. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an, wie er die Lücke da gerissen hat, hat sich angeboten und dann ist er reingelaufen. Ne? Du musst halt auf dem Gegenzug, musst du als Innenverteidiger gucken oder dem Innenverteidiger dann Playstyles oder Playroles geben, die dann genau das vereiteln. Ne? Also es ist schon wirklich Rasenschach. Du musst wahrscheinlich auf der Bank genug Spieler haben, die bestimmte Player-Roles haben, um dann ne, einwechseln zu können, wenn du merkst, ach du Scheiße, der macht jetzt das und jenes. Das wird, glaube ich, schon unheimlich taktisch. So, also das ist jetzt schon genau das, was wir gesehen haben. Du hast hier die Player-Roles, du kannst ja deine Taktiken
auswählen. Something we're excited about this year is that FCIQ can be used to easily emulate a favorite manager's tactics. Say for example, instead of a traditional 4-4-2 that might feel static or disorganized, you can set up your team in a more fluid, balanced style that might alternate between a 4-3-3 and a 4-2-3-1. Ja, also das ist genau das, was wir auch schon erwähnt haben. Du kannst offensiv, defensiv, kannst du mit diesen Player Roles einfach deine Formation anpassen, ne? Wie es dieses Jahr auch mit der 4-3-2-1 gemacht wird, dass man offensiv 4-3-2-1 spielt und defensiv 4-4-2. Und das kannst du jetzt auf unglaublich viele verschiedene Formationen anwenden. Das ging dieses Jahr eigentlich fast nur bei der 4-3-2-1. Also eine 4-3-3 konntest du dieses Jahr gar nicht zocken, weil das gar nicht möglich war. Ne? Jetzt kannst du aber gefühlt, zum Beispiel dir taugt die 4-3-3 offensiv oder 4-3-3 die erste, zweite, dritte, taugt dir mega offensiv, aber du konntest sie defensiv einfach nicht spielen, weil sie defensiv einfach viel zu schwach war. Oder, keine Ahnung, 4-5-1 oder 4-1-4-1, was auch immer. Du kannst das jetzt mit den Rolls so hinbiegen, dass du defensiv vielleicht eine 4-2-3 einspielst, offensiv aber deine gewünschte Formation mit 4-3-3 hast. Und das ist für mich ein dickes W in Richtung, du kannst viele Formationen benutzen, was die letzten Jahre nicht ging. Wir hatten immer ein oder zwei Meta-Formationen, 4-2-3-1, 4-3-2-1, was auch immer, 4-4-2, und die mussten gespielt werden. So bist du einfach viel variabler. Weil offensiv gehen meiner Meinung nach viele Formationen. Defensiv ist immer das Problem. Something close to what you might see under Ancelotti at Madrid. Ja. Guck mal, wie Vini sich von außen in die Mitte zieht, also einen Gegenspieler mitzieht, um den Raum für Bellingham aufzumachen. Das ist, ey, wenn das wirklich so greift, wie sie es hier zeigen, das könnte wirklich, wirklich big werden. You can see Real Madrid have dominated possession. That is truly special. We realized we can't just update team tactics to make the game feel authentic. It's also down to players. Man sieht hier auch, an den Laufschritten von Vini. Also down to players being used appropriately in the system. Voilà. Dass das alles ein bisschen dynamischer aussieht. Da sieht man schon, da wurde dran gearbeitet an diesen Animationen. That's why we're excited to bring player roles to FC. We built an out-of-game AI model in order to help identify which player roles fit players in FC. Picking the gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier einen Vinicius Junior Player Role Wide Playmaker. Das wäre natürlich jetzt cool, wenn es auf Deutsch wäre, aber ein bisschen Englisch können wir ja. A creative outlet position out wide, but able to move inside to help create chances to unpick defenders. Also er zieht nach innen, um einfach Gegenspieler mitzuziehen. Und Fokus ist Attacke. So, also ihr könnt hier auch wirklich offensiv und defensiv dann die Rollen einstellen. Und, oder, ne, ihr könnt da auch euch Flügelspieler mit einem Fokus Defensive auf die Bank setzen zum Beispiel und ihr merkt, hey, keine Ahnung, Vini ist jetzt zu offensiv, ich führe 2-0, ich pack da mal irgendeinen Flügelspieler rein, der mit einem Fokus einfach defensiver ist. Also, es ist, glaube ich, unglaublich viel möglich und für einen Spieler wie mich beispielsweise ist das, es ist ein Traum. Also, es ist wirklich ein Traum, so wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird nicht irgendwie so ein Catfish. Und es gibt ein wildes Erwachen. Auf den ersten Blick, mega. You can unleash players in entirely new ways. And each... Ach, die haben dann verschiedene Player Roles. Geht das auch, oder was? And each role can have multiple focuses. A plus or a plus plus means that the player is either accomplished or world class in that specific player role. That means it's up to you to assign the proper role that fits the player and your strategy. Ey, wenn das so ist, Wie die Dame das gesagt hat, wenn du wirklich auf deinen Spielstil, völlig egal wie du spielst, Konter, Ballbesitz, keine Ahnung, tiefstehend, hochstehend, pressen, wenn du wirklich auf deinen Ballbesitz wirklich auch Spieler einkaufen musst, die auf deinen Spielstil passen, ey, das ist doch mega geil. Das gibt doch einfach dir das Gefühl, ein wirklich echter Trainer zu sein, weil du dann auch gucken musst, wen kaufe ich ein, wer passt nicht. Mega cool, fühle ich sehr. To give you a sense of how your team will play, you can check your player's activity maps, detailed descriptions of each player's role. Porter, this player has one objective, score goals, and they stay forward and focus on making runs in behind the defense, hoping to fashion a chance to score. Also, basically hier steht, ist ein Torschütze. A dynamic summary of your tactics. Auf Englisch für diejenigen, die kein Englisch können. Looks with and without the ball. And when you need it, the game will... Das Coole ist, du kannst jetzt hier deine Taktiken, glaube ich, auch selber benennen, ne?
Also dieses sehr defensiv, defensiv, offensiv, sehr offensiv, das ist weg. Du kannst jetzt deine Taktiken, Voreinstellungen sozusagen selber benennen. Wir haben hier Focus Defending, Substitutions. Okay, da haben sie nichts dazu gesagt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Guck mal. Du spielst deinen Innenverteidiger oder deinen Sechser an. Der Flügelspieler, wie beim echten Fußball sieht das gerade aus, macht schon den Lauf in die Mitte hier. Und der Außenverteidiger macht breit. Ja, an die Stelle, wo der Flügelspieler steht. Ey, das ist mega cool. Dann holst du dir hier vielleicht noch einen Holding Six ran, einen Box-to-Box-Spieler hier auf der Seite, der mit reinläuft oder der auf dem Flügel läuft. Ey, du kannst da voll viel Bewegung reinbekommen. Based on the current match situation. Guck mal, der Außenverteidiger macht weiter mit. Das ist unser Flügelspieler, der reingezogen ist. Du hast vielleicht hier noch einen Knipser, der vorne die Innenverteidiger bindet. Ja, das ist, also wenn das so kommt, wie sie es hier beschreiben, ey, das ist Fußball. You can even change your team's tactics. Schau das mal an. Und dann noch mit meiner Kamera. Was übrigens die taktische ist. If you find a tactic, vom Grundsatz, Grafik, Movement, das sieht schon aus wie FC24. Also macht doch keine Gedanken, dass ihr jetzt ein neues Spiel lernen müsst. Taktisch gesehen vielleicht, ja. Aber vom Gameplay wird das wahrscheinlich dasselbe Spiel sein. You can share it with your friends or followers using a tactic-specific code. Ja, auch eine coole Sache mit, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Taktik habe, hier im Twitch-Stream oder hier unter den YouTube-Videos kann ich da euch einfach einen Link hinpacken. Und dann könnt ihr euch die Taktik kopieren und für euch so anpassen, wie ihr halt spielt. Wenn ihr sagt, ey, ich spiele ähnlich wie Diebo oder hier und da in der Verteidigungssektion, da bin ich ähnlich wie Diebo oder Offensivsektion oder Mittelfeldsektion, da könnten wir uns gleichen, dann übernimmst du das und den Rest oder schraubst das dir halt so zusammen, wie du Bock hast. Ne? Das ist schon eine coole Sache. Is also the foundation of gameplay across all modes. We'll go into more detail on career mode in the career mode deep dive. But FCIQ makes team tactics and individual. Team-Taktiken, also hauen wir mal hier einen kurzen Blick drauf. Your strategy is based around high press. Gegenpressing ist immer so eine Sache, ne? Pressing tun sich viele Leute schwer. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ich gepresst werde, aber viele Leute tun sich da schwer. Ich hoffe, die haben da nicht übertrieben, weil sonst gibt es da große Aufruhr. Wir sehen hier Defensivstyle, Press after Possession Loss. Defensiv, Wide, Offensiv-Tactics, Fast Build-Up, Direct Passing. Direct Passing soll angeblich rausgenommen worden sein, steht jetzt zwar hier noch da. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber. Dual player roles essential to the success of your team. Ja, also schon sehr starkes Pressing hier, ne? Also, ne, hier musst du dann schon den Anton haben und hier den Bonucci, dass du halt den Pass spielen kannst oder über den hier. Also, es wird ausschlaggebend sein, Kombination aus Playstyles, aus Player Roles und aus, die Art und Weise, wie du spielst. Und du musst wirklich gucken, wie spielt der Gegner und wie kann ich meine Taktik anpassen. Ey, ich werde euch nächstes Jahr mehr denn je brauchen. Ihr werdet alles Coaches sein, die dann in den Streams dann genau gucken. Ey, Dio, pass auf, ne, der presst hoch oder sein linker Außenverteidiger zieht in die Mitte, sein Zehner, keine Ahnung, ist Box-to-Box-Playmaker und dann muss man dagegen dann unsere Taktiken anpassen. Ich stell's mir cool vor. FCIQ will also influence the core systems in Korea, relating to transfers, scouting, and the youth. Karrieremodus ist jetzt nicht so interessant für mich. Squad building and development goes way beyond just OVRs. In clubs, the biggest impact of FCIQ will be on customizing your team's tactics. Club managers and lobby captains will be able. Ja, also Pro Clubs würde ich jetzt auch mal überspringen. Ist ja eigentlich im Prinzip dasselbe. Und dann kommt, glaube ich, auch nicht mehr so viel, oder? Doch, das mit den Animationen, das sah auch sehr sexy aus. Hier glaube ich was. FC25 is the world's game in every sense, which means if it's in the game, it's in our game. We've used volumetric capture to grab even more real world. Ja, sieht schon gut aus. Bring them into FC. Sieht schon gut aus. Also ich denke nicht, dass das jetzt mega krassen Unterschied machen wird. Wir werden schon FC24 spielen vom Gameplay, vom kosmetischen her, aber je mehr, ne, Animation oder je mehr vom im echten Leben drin ist, desto geiler natürlich auch fürs Auge. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Ding. Real goals, real styles of play, and of course, real Kleinigkeiten sind wichtig. Players and teams added to FC25. Play styles were a huge success to the game last year, and we're building on that. In FC25, we're adding new goalkeeper play styles to the game. Habe ich Angst vor? Ich bin ehrlich, ich habe sehr viel Angst vor den Torhüter Play styles. Ich meine, ich bin wirklich gedamaged und ich bin wirklich kaputt von den Torhüter-Movements, die wir die letzten Jahre hatten. Wirklich das Schlimmste, was dem Spiel jemals beigefügt worden ist.
Ich hoffe, dass mit diesen Playstyles für die Torhüter ist kein Backfire. Ich hoffe, das schießt nicht nach hinten. Kann gut werden. Ich meine, sie haben auch Playstyles für kleine Torhüter zum Beispiel integriert, dass die kleinen Torhüter auch mal was halten. War ja dieses Jahr nicht möglich. We're adding new goalkeeper playstyles to the game. And there's lots more we're excited about. Muss man gucken. Professional fouls. New skills. Oh, super coole Sache. Ich meine, man kann jetzt taktische Fouls ziehen, indem man am Trikot zieht. Meiner Meinung nach super coole Sache, weil es gibt einfach Sachen im Spiel, die sind fast nicht zu verteidigen. Thema Übersteiger. Wenn du zum Beispiel einen Mbappé hast, der einen Übersteiger macht und an dir vorbeisaust, du kannst fast nichts tun, außer den am Trikot zu ziehen und den runterzuholen. Weil tempotechnisch kommt man nicht hinterher. Vor allem am Anfang von IAFC, wo du nur Goldkarten hast. Jetzt bei FC 24, Footies Phase, da geht das schon mal. Da kommt man ein bisschen wenigstens hinterher. Aber am Anfang keine Chance. Musst du halt mal ein taktisches Foul ziehen. Und auch hier wird wieder die Bank sehr, sehr wichtig. Dass du vielleicht einen Außenverteidiger mehr mitnimmst, einen Innenverteidiger mehr mitnimmst, um einfach gegen diese gelben Karten auch ein bisschen vorzubeugen, wie im echten Fußball. Und das ist echt verdammt witzig. Visual enhancements across overlays. Full body AI mimic. Realistic movements in jerseys and materials. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr. And so much more. That's it. And this is FC 25. Welcome. Also, meine persönliche Meinung abschließend. Alles, was wir gehört haben, klingt in der Theorie wirklich unglaublich nice. Theoretisch gesehen klingt das sehr, sehr gut. Es wird dem Spiel, vor allem für den Casual-Spieler, aber auch für den E-Sports, eine viel größere Tiefe geben. Man wird wirklich in der Lage sein, seine eigenen Taktiken zu spielen. Es kommt aber meiner Meinung nach darauf an, wie das Ganze dann letzten Endes umgesetzt wird, wie schnell man die ganzen Bugs, die vorhanden sein werden, hundertprozentig werden Bugs da sein, wie schnell man die Bugs rausbekommt, wie schnell man die Meta konfigurieren kann, also wenn etwas zu stark ist, dass man es vielleicht runterschraubt, wie schnell sie da aktiv sind und wie ausgereift das Ganze ist. Also, wenn wir Glück haben, dann wird das wahrscheinlich, dann wird das direkt zu Beginn Knaller, Taktiken sitzen, passt, alles perfekt, Abfahrt. Wenn wir ein bisschen Pech haben, dann wird das ein Prozess über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es sehr geil, dass sie diesen Schritt gehen. Ich finde es sehr geil, dass sie den Taktiken einfach ein bisschen mehr Tiefe geben. Ich persönlich freue mich da sehr drauf, Leuten, die vielleicht nicht so viel Lust oder nicht so viel Zeit haben, sich mit Taktiken zu beschäftigen, das vielleicht näher zu bringen, den Leuten zu zeigen, ey, es geht ein bisschen mehr. Ne? Man ist nicht nur immer eine Taktik, eine Meta. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch viel mit euch da zu diskutieren, zu probieren, zu testen. Also ich freue mich sehr auf das Spiel FC 25, ohne dass ich es jetzt zu sehr hypen möchte. Ich habe mega Bock drauf, bin mir aber bewusst, dass Fehler kommen könnten oder Fehler auch da sein werden aufgrund dieser Neuerung. Aber ich persönlich bin sehr positiv überrascht von der Arbeit, die in FC 25 jetzt laut Trailer steckt. Möchte da jetzt aber erstmal abwarten, bis das Spiel dann auch wirklich draußen ist. Aber bei mir ist die Vorfreude definitiv gestiegen, was das Ganze angeht. Ihr könnt gerne mal eure Meinung hier in den Chat auf Twitch oder hier auf YouTube in die Kommentare schreiben. Und dann diskutieren wir mal in der Kommentarsektion. Lasst den Krieg oder das Krieg, den Krieg beginnen, ja. Das soll von dem Video gewesen sein. Haut rein und tschüss. Welcome back.